So, liebe Leute, wir kommen zum letzten Teil aus der Reihe Die guten alten Tage. Zu Gast habe ich heute Markus Steiger. Zusammen schwelgen wir in Erinnerungen und erzählen uns wilde Anekdoten. Los geht's. Yalla. Put the needle on the record. Sagt er, ich verstehe kein Wort. Ich glaube, da gab es Probleme mit dem Mic. Aber das klingt echt schlecht. No. Das klingt überhaupt nicht schlecht. Ich sage dir, das klingt gut. Scheiße, schlechter? Ja? Du hast auch immer das Mic irgendwo mitgebracht, wa? Das habe ich letztes Mal im juristischen Gespräch besprochen. Und hier auflegen. Mach das andere Mic rein. Bisschen wie Jugendzentrum. Das ist geil, wenn es einfach nicht losgeht, weil so technische Probleme sind. Jetzt, ja, wir hatten zwei Mics, Luxus. Ja, die Plattenspiele mussten ja immer mitgebracht werden. Das echt? Das war ja das Anstrengende. Die aber das Rob Mike ja auch. Immer, die hat, ja, alles musste mitgebracht werden, da stand nichts. Okay, ich dachte, dass zumindest... Waren da, gab es da auch zwei Plattenspieler? Ja. Weil jetzt da auch gerade niemand wieder rappen möchte, wie immer. Eigentlich, obwohl das hier eine MC-Veranstaltung ist und ein MC eigentlich die ganze Woche drauf warten müsste, okay. Hier am Sonntag endlich das Mikrofon ergreifen zu können. Sie so quasi mit hängenden Lefzen in den Royalbunker kommen müsste und sagen muss, das Mikrofon, Mann, mach das Mikrofon auf. Und hier sitzen alle rum wie im Kino und es scheiß Gär. Dann sage ich jetzt mal was organisatorisch. Wir sind also eingeladen worden. Von der Volksbühne, das habe ich letztes Mal schon gesagt, von der Volksbühne einen... Das ist ein bisschen wie so ein Politplenum. Ey, und jetzt sage ich mal, was organisatorisch ist. Und da habe ich natürlich gesagt, da sind wir vom Royal Bunker natürlich genau die Richtigen, um einen Hip-Hop-Lyrikabend zu veranstalten. Nicht? Wir haben die Lyrik im Herzen. Lyrik der Straße kommt aus unserem Mund herausgeflossen. Und dann das ist noch ein krasses Spiel im Schnitt. Menschen von der Volksbühne mal beweisen, was wir an Lyrik so preisgeben können. 98, wie alt warst du da schon? 27 vielleicht, ja. 27, nein, das war das Jahr, in dem ich Vater geworden bin. Das müsste aber 97 gewesen sein eigentlich. Ich glaube, so früh war das, glaube ich, nicht. 97, 98, also es war ja über den Jahreswechsel 97, 98. Haben wir uns tatsächlich so früh schon getroffen? Bitte? Ich dachte, die Bunkerzeit war so Ende 98. Nein, 98 war schon wieder vorbei. Ende 98 war schon wieder vorbei. Wirklich? Ja, und zwar, ich weiß das deshalb, weil meine damalige Frau mit meiner Tochter schwanger war und die ist im Juni 98 geboren worden. Und da hattest du sozusagen und da keine war Zeit sie, mehr. Genau, weil Kingsley meinte, darf ich mal anfassen? Aber wie, was meinst du so, den schwangeren Bauch? Genau, darf ich anfassen? Und sie so, nein. Und dann hat man gleich gehört, wie das Kind so getreten hat, war so im Bauch. Oh Gott. So, aber was mich wundert, wenn ich das jetzt heute so sehe, dann denke ich mir, das ist ja total lächerlich. Aber irgendwo war das dann doch immer so ein Eisbrecher, glaube ich, um dann andere Leute zu motivieren, auf die Bühne zu kommen. Ich glaube, es war auch tatsächlich so, dass das hatte ich nämlich letztes Mal mit Justus schon besprochen. Kann sein, dass du damals einen Job hattest, der so ein bisschen wie so Touristenführer war und sowas hattest du, war? Genau. Und dass du das Mic aus dieser Führung mitgenommen hast im Bunker. Ja, mehr oder weniger. Also ich glaube, so war es nicht. Ich glaube, wir haben alle auf dich gewartet, weil wir keinen Mic da hatten. Das kann sein. Und also auf jeden Fall kam ich direkt vom Touristenbus
Ja, mit dem Mike. Ja, mit diesem Mike. Mit dem Mike, das ich dort mitgenommen habe, aus diesem Bus geklaut habe, um das dann bei uns zu verwenden. Nee, ich weiß nicht, woher das Mike kam. Kann sein, dass ich das Mike hatte. Auf jeden Fall hatte ich aber diesen Job auf diesen Top-Tour-Bussen. Ach, geil. Und insofern fand ich das ganz, ganz witzig, weil es waren meine ersten Jobs am Mike. Ja, tagsüber für die Touristen und abends, also diese Royal Bunker Crowd zu animieren, oh, um sie dann zum Rappen zu bewegen. Es war schon auch immer so, die Leute saßen schon sehr abwartend da. Also es wollte niemand so richtig auf die Bühne. Und ich glaube, wenn dann jemand erstmal auf der Bühne halt so diese Ansagen gemacht hat und dieses, sich selber auch ein bisschen zum Affen gemacht hat, dann war es für die anderen auch nicht so tragisch. Naja gut, also peinlicher als Steiger kann man nicht sein. Geh ich mal hoch. Ich erinnere mich nur, dass ich selber eher da lieber aufgelegt habe. So, mhm. Ich habe ja dann auch so meine Platten mitgenommen und habe dann auch manchmal so ein bisschen einen DJ gemacht, okay, anstatt irgendwie so ans Mic zu gehen. Für mich war das damals auch irgendwie, also es gab viele, die einfach so ihre Texte runtergerattert haben und auch ein bisschen so, okay, ich übe mal jetzt hier so, bevor ich irgendwie den Song aufnehme. So. Aber für mich war es damals auch eine Überwindung, da irgendwie vor 20 Leuten seine Strophen zu spielen. Ja, es ist manchmal auch eine größere Überwindung, vor so einem kleinen Publikum irgendwie so aufzutreten. Und es gab ja auch immer wieder Leute, die so Publikumsanimationen dann gemacht haben und so sagt ho, ho, und so und das war, da bin ich ja dann immer eingeschritten und gesagt, nein, 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 das machen wir hier nicht. Das ist eine Freestyle-Veranstaltung, hier wird gerappt und hier wird keine Publikumsanimation gemacht. Aber so. Weißt also du, es war ja wirklich auch so ein Fachpublikum, vor dem man aufgetreten ist. Und deshalb war es wahrscheinlich auch so eine gewisse Überwindung. So, oh, das waren halt eben alles selber MCs. Ja. Manchmal war so, war vielleicht mal so ein Gast, den mal jemand mal so mitgebracht hat da. Nee, aber normalerweise. Normalerweise waren ja wirklich die Leute, die auch da saßen, sind auch diejenigen gewesen, die im Laufe des Tages dann auch ans Mic gegangen sind und dann ihre Strophen gerappt haben. Ja, es war ja auch immer komisch, wenn diese Veranstaltung aus irgendeinem Grund, weil wir mal öffentlich aufgetreten sind oder weil wir mal mehr Flyer gemacht haben, so einen kleinen Push bekommen hat. Da waren dann 50 Leute da und haben sich das angeguckt. Das war ja auch total befremdlich, weil es war ja eigentlich eine Closed-Door-Veranstaltung. Das hat ja davon gelebt eigentlich auch, dass nur diese 20 Leute jede Woche da. Weißt du, wie die Idee entstanden ist oder woher die Initiative kam? So? War das etwas, was du mit Savas damals ausgetüftelt hast? Es gibt zwei Inspirationen. Erstmal dieses Gespräch und diese Geschichte halt über dieses Project Blow. Zweitens, ich fand diese Cyphers in den Jugendhäusern immer scheiße. Irgendwie so, die hat keiner ernst genommen. Das hat auch nicht richtig Spaß gemacht. Das war vom Ambiente immer uncool. Es hatte halt immer so was Jugendhausmäßiges. Und drittens war dann noch die Geschichte von Red Dog in Stuttgart. Das war der Hip-Hop-Abend in einem Stuttgarter Club. Also auch so ein Open-Mic-Abend? Open-Mic-Abend. Red Dog hieß es, ja. Ja, und da war tatsächlich der DJ von den Fantastischen Vier hat da immer auch so mit aufgelegt. Aber gehostet wurde das Ganze von Matze Bach. Wer ist Matze Bach? MC Matze Bach, den kennt eigentlich kaum jemand. Der hatte eine Band, eine Crew, die Krähen hießen die. Die hatten wirklich sehr, sehr ambitionierten, lyrischen Rap gemacht. Mhm. Also ich kannte die und ich kannte den und ich kannte Matze Bach und ich kannte die Geschichte vom Red Dog, obwohl ich selber nie da war, weil da war ich schon weg aus Stuttgart. Mhm. Und hab das aber immer gehört, ey, da gibt's einmal die Woche gibt's den Abend im Red Dog. Ja, so, und die entwickeln sich halt einfach. Ja, da waren halt dann Max Herre und diese ganzen anderen Typen waren halt alle da, haben connected. Und ich dachte, wir müssen auch sowas machen. Wir müssen was Richtiges machen in einem Club. Und dann habe ich Joe Di Serra. Joe hatte eine Radiosendung, den habe ich besucht. Radio Kanaka International. Ach, okay, ja, stimmt. Und diese Sendung hat er damals noch bei Kiss FM gemacht. Mhm. Ja, die gibt es heute noch im Netz, aber damals wirklich bei Kiss FM. Und da war ein Typ, so ein Reggae-Typ, da, keine Ahnung, wie der hieß, ich habe es schon tausendmal erzählt, aber der war da und hat gesagt, hey, we got a music cafe, Royal Bunker, Mittenwalderstraße, and you can come there. Und ich so, boah, können wir da eine Open-Mic-Session machen? Ja, for sure, und so. Und dann bin ich da vorbeigegangen und da war dieser Jimmy, dieser Nigerianer, der war da und hatte dieses Music Café aufgemacht, das schlecht besucht war, was ja vorher auch ein Dealer-Café war und so. Und
den habe ich gefragt, ob wir da eine Open Mic Session machen dürfen, einmal die Woche. Ja, können wir machen. Und dann war so der Deal, ja, okay, ich bringe Gäste und die. Aber wir haben tatsächlich auch was in so einen Hut geschmissen. Wir haben dann irgendwann mal, also weil niemand, oder sowas, weil niemand was konsumiert hat. Okay, also ja, alle haben ihre Getränke selber mitgebracht und eigentlich hat, eigentlich wollte Jimmy ja dadurch ein Geschäft machen. Ja. Ja. Der dachte halt, okay, da kommen 20 Leute, die trinken halt 2 Getränke am Abend, dann lohnt sich das für mich, dann habe ich 80 Euro Umsatz oder so. Ist nie passiert und deshalb mussten wir dann so sammeln. Mit dem Hut rumgehen. Aber und dann habe ich ihm diese das Geld 20, 40 Euro. Aber Mark war dann tatsächlich, genau, das war damals noch Mark. D-Mark, ja. War damals aber der Laden dann zu für uns und er hat dann später aufgemacht, weil da waren ja keine normalen Gäste eigentlich doch. Da waren nur wir. Ach, wirklich? Doch, die waren vorne. Ja, ach so, die waren dann, okay. Es waren ja immer nur 2 Gäste da. Okay, die der Typ hat ja, das lief ja nicht. Ja. Und dadurch, dass es ein Dealer-Café war und der die Dealer rausgeschmissen hatte, haben die sich ja mit diesem Buttersäure-Attentat stimmt, gerecht. Da gab es ja mal einmal so einen Tag, der hat so richtig krass gestunken. Ja. Naja, das hat über Monate dann eigentlich mehr oder weniger gestunken. Ja, die haben ein Buttersäure-Attentat gemacht. Die haben also wirklich Buttersäure bei ihm im Laden verspritzt. Und deshalb hatten wir diese Räucherstäbchen ja da aufgestellt. Ja, das habe ich aber erst später rausgekriegt, dass das die Dealer von vorher waren. Das hat mir Asra mal erzählt, weil der die Leute kannte. Der kommt ja auch aus der Ecke da. Genau, der kommt aus der Ecke und der wusste, dass das vorher halt irgendwie so ein Ticker-Café war. Ach, okay. Und Jimmy wollte die halt nicht drin haben. Und dann hatten die sich gerecht und dann lief der Laden halt einfach. Der war ja irgendwann mal auch zu, der hat ja seine Miete nicht bezahlt. Steiger, was sagst du? Hey, immer wieder dieselbe Geschichte, weißt du, so, also langsam, irgendwann habe ich mir überlegt. Aber willst du noch irgendwas erzählen, was keiner weiß? Nein, irgendwann habe ich mir überlegt, ich erfinde einfach neue Geschichten. So, hey, und dann habe ich Ludacris getroffen. Ludacris hat zu mir gesagt, hey, mach ein Freestyle-Café. So Leute, wir kommen zum Ende und wie immer lüfte ich am Ende ein Geheimnis aus meiner Box. Diesmal ist diese wunderschöne Autogrammkarte drin. Ich sehe aus wie ein Model am Aquarium. Falls ihr noch nicht die Box habt, bestellt sie bei welt.de, bei HHV und bei amazon.de. Ist meine CD, meine Box und meine Vinyl bestellbar. Und Amazon immer nur als letztes. Amazon immer als letztes. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.